Flux FM in digitaler Gesellschaft. Wir sprechen über eine im April 2016 auf den Weg gebrachte Richtlinie, die sich mit der Vorratsdatenspeicherung von Fluggastdaten beschäftigt. Ein Thema, das hier schon des Öfteren präsentiert wurde, das heute allerdings nochmal besprochen werden muss. Warum, das wirst du uns verraten können. Ich habe ja, als du mir die Mail zugeschickt hast mit dem Themenvorschlag, habe ich zurückgeschrieben, ja, wenn es sein muss, dann sprechen wir nochmal über die Fluggastdatenspeicherung. Warum ist das Thema jetzt nochmal aktuell? Warum habt ihr es nochmal mitgebracht in die digitale Gesellschaft? Morgen beschäftigt sich der Bundestag zum ersten Mal mit der Fluggastdatenauswertung und wird dann auch entsprechend in Kürze darüber abstimmen. Deswegen ist das Thema jetzt wieder für uns aktuell geworden. Wir haben schon oft drüber geredet. Es geht darum, dass jedes Mal, wenn ein Passagier von A nach B fliegt, unheimlich viele Daten gesammelt werden. Bis zu 60 Einzeldaten pro Passagier pro Flug werden von Airlines gesammelt. Darunter eben Informationen wie Sitzplatzdaten, Kreditkartendaten, aber eben auch, was man isst, in welchem gesundheitlichen Zustand man ist, wie schwer das Gepäck ist und so weiter und so fort. Also bis zu 60 Einzeldaten. Und diese Daten, die sollen jetzt an Ermittlungsbehörden weitergegeben werden, also in Deutschland in dem Fall an das Bundeskriminalamt, die diese dann 5 Jahre lang auf Vorrat speichern sollen. Oha. Und dann eben dadurch durch die Datenanalyse Terroristen, schwere Kriminelle und so weiter finden wollen. Das Ganze wird in jedem Mitgliedstaat der EU aufgebaut, bei uns das BKA, in den anderen Ländern entsprechende andere Ermittlungsbehörden. Mhm. Und die tauschen dann auch nochmal die Daten untereinander und dann werden die Daten noch mit Europol getauscht. Oh, da ist ja ein ordentlicher Datenstrom dann unterwegs. Da kann man durchaus auch noch über die technischen Machbarkeiten dieses Vorhabens sprechen. Das können wir gleich im Anschluss machen. Ich versuche aber jetzt nochmal zusammenzufassen, warum wir nochmal dieses Thema besprechen. Du hast es gesagt, die Richtlinie, oder ich habe es vorhin gesagt, die Richtlinie existiert seit April 2016. Jetzt muss das Ganze aber umgesetzt werden, eben in nationales Recht in den verschiedenen Mitgliedstaaten. Und deswegen ist das jetzt nochmal spannend für uns. Und deswegen gibt es unter Umständen auch nochmal vielleicht die Möglichkeit, da nachzuhaken in der politischen auf politischer Ebene? Ja, also das wird auf jeden Fall sehr, sehr schwierig jetzt. Wir haben die Große Koalition, die auch hinter diesem Gesetz steht. Wir haben die Situation, dass es eben EU-Recht ist. Es ist, kommt aus Europa. Dort haben wir es jahrelang zumindest aufhalten, das Gesetz. Da hat man seit 2001 hat man angefangen, darüber zu diskutieren. 2011 kam der Kommissionsvorschlag. Also wir haben es schon geschafft, viele Jahre dieses Projekt zu verzögern, eben aus Grundlage von Grundrechtsbedenken. Und jetzt ist es eben so, dass es umgesetzt werden muss. Wenn Deutschland dieses Gesetz nicht umsetzt, dann drohen eben Strafzahlungen, wobei das jetzt auch nicht unüblich ist. Also Deutschland setzt viele EU-Gesetze nicht um und bezahlt Strafzahlungen. Also das allein als Ausrede gilt nicht. Aber wir haben eben die Situation, dass die Große Koalition grundsätzlich hinter diesem Gesetz steht und da jetzt eben auch bei den Mehrheitsverhältnissen aktuell es zu schaffen, da eine Mehrheit dagegen zu mobilisieren, wird eher schwierig. Okay. Wir versuchen das trotzdem. Am Ende des Tages bleiben uns wahrscheinlich dann nur die juristischen Wege, wie wir das von der Vorratsdatenspeicherung von Kommunikationsdaten kennen, dass wir eben warten müssen, bis das Gesetz da ist und dann über die Gerichte gehen müssen, um das wieder zu torpedieren. Ja, du hast jetzt gesagt, ihr habt datenschutzrechtliche Bedenken, wenn es um die Fluggastdatenspeicherung geht, da kann man ja auch nochmal konkreter werden. Was ist denn so schlimm daran, wenn eben meine Kreditkartendaten oder vielleicht auch Daten zu meinen Ernährungsgewohnheiten gespeichert werden? Man könnte ja, wenn ich es provokativ formulieren darf, sagen, ist doch schön, dann wissen die wenigstens, worauf ich Bock habe, worauf ich Appetit habe und ich werde gleich gut behandelt im Flugzeug. Naja, die Frage ist zum einen, inwiefern solche Daten überhaupt sinnvoll sind im Bereich Erbrechensbekämpfung. Verbrechensbekämpfung. Ja? Ja, also da muss man sich erstmal fragen, wozu sind die Daten überhaupt nützlich und verursacht das nicht noch viel, viel mehr Arbeit, als wenn man diese Daten einfach weglassen würde zum Beispiel. Also das gute Alte, wer die Nadel im Heuhaufen sucht, der sollte den Heuhaufen nicht unbedingt größer machen, denn dadurch wird es nicht einfacher, die Nadel zu finden. Exakt. Mhm. Und das zweite grundlegende Problem, was wir eben auch bei der Vorratsdatenspeicherung von Kommunikationsdaten haben oder generell mit Vorratsdatenspeicherung, es ist eine anlasslose und verdachtsunabhängige Speicherung. Jeder Flugpassagier wird per se erstmal wie ein verdächtiger Terrorist behandelt. Die Daten werden für 5 Jahre lang auf Vorrat gespeichert. Also 5 Jahre lang kann man nachvollziehen, neben wem man auf dem Flug von Düsseldorf nach Berlin gesessen hat und wie schwer sein Gepäck unterwegs war. Also das ist natürlich auch ein gigantischer Datensatz. Es ist so, dass ungefähr 170 Millionen Leute in Deutschland pro Jahr fliegen. Dann kann man sich ausrechnen, die Flugzahlen steigen, vielleicht wenn der BER aufmacht, dann auch in Berlin künftig. Ja, und vielleicht. Dann,
vielleicht. Also wir werden die 200 Millionen bald knacken und dann hat man in den nächsten Jahren dann halt eine Datenbank, die aus über 1 Milliarde Datensätzen besteht. Weil es 5 Jahre gespeichert wird. 5 Jahre wird es gespeichert. Ja. 200 Millionen Flugpassagiere, ein Datensatz mit 1 Milliarde. Wenn man das dann auf ganz Millionen Europa macht, hat man dann natürlich noch deutlich mehr Milliarden an solchen Fluggastdaten, die man dann eben nicht nur speichern muss, sondern auch am Ende des Tages eben tatsächlich irgendwie auswerten muss. Ja. Und da stellt sich schon auch die nicht nur die Grundrechtsfrage auf der einen Seite, wie gesagt, anlasslos verdachtsunabhängig, sondern eben auch nach der Effektivität und Effizienz solcher Maßnahmen. Ja, und die technische Umsetzbarkeit, wir hatten sie vorhin schon angesprochen, die kann man ja durchaus auch in Zweifel ziehen, denn solche Datenberge sicher zu horten und dann auch vielleicht noch auf Abruf so zu horten, dass man sie eben nochmal rausziehen und untersuchen kann oder bewerten kann, das erfordert ja eine unfassbare Infrastruktur, die so auch noch nicht existiert. Und vor allen Dingen nicht nur eine rein technische Infrastruktur, also auf der CeBIT wurde jetzt der technische Plan vorgestellt, wie man das rein technisch eben realisieren will. Es ist ja so, dass es auch 2 unterschiedliche Datenbanken geben muss, also nach einem halben Jahr sollen die Daten depersonalisiert werden, also das bedeutet, man kann nur noch einen groben Datensatz ohne Personen sehen. Erst wenn man dann eben einen Verdachtsmoment hat, kann man wieder die Person diesem Flug zuordnen. Also das bedeutet, man muss die Daten von einer Datenbank in die nächste schieben. Und natürlich ist auch das Problem, welche von diesen Daten legt man dann halt tatsächlich Ermittlern vor. Ja. Und hierfür hat man eine technische Lösung gefunden, die eben besagt, dass man 0,07% dieser Fluggastdaten jeweils an die Ermittlungsbehörden weitergeben will. Also so diese Größe des Datensatzes von diesen 170 Millionen will man sich angucken. Mhm. Ist man bei knapp 120.000. Zufallsgeneratormäßig oder? Ja, man hat einen Algorithmus. Der findet das dann raus. Also es gibt eben so Patterns, also es gibt so, ja, also man hat so Verdachtsmomente, die, wo man glaubt, Muster eben, also bestimmte Muster, wo man glaubt, das könnten eben Muster sein, in die Terroristen passen oder schwere Kriminelle. Und auf diese Muster wird dann dieser Datensatz überprüft. Gleichzeitig wird dieser Datensatz aber auch genutzt, um neue Muster zu generieren. Oh Gott, jetzt wird's gruselig. Also einmal baut man sich ein Muster, wirft das über diesen Datensatz, versucht dann diese 0,07 Verdächtigen zu finden, 0,07%. Wenn das nicht klappt, dann macht man aus den Daten selbst eben nochmal ein neues Muster und versucht das dann damit nochmal abzugleichen. Also man hat halt ständig neue Muster, also vermeintliche Muster, mit denen man dann vermeintliche Verdächtige findet, wie gesagt. Und auch die Zahl 0,07% erscheint mir halt äußerst merkwürdig, weil wie kommt man auf diese Zahl? Hat man herausgefunden, dass also ungefähr 120.000 verdächtige Terroristen oder Schwerstkriminelle jedes Jahr in Deutschland fliegen oder wie kommt man auf diese Zahl, wie hat man die berechnet und selbst dann muss man natürlich sagen, das sind 119.000 Datensätze, die sich dann halt auch ein Ermittler einfach anschauen muss und da fragt sich natürlich, wo soll die Kohle dafür herkommen, wie soll das tatsächlich realisiert werden. Ja und interessant ist natürlich auch die Tatsache mit den Patterns, wenn man feststellt, wir haben hier die Fluggastdaten gespeichert und untersuchen die und die Muster, die wir versuchen anzuwenden, funktionieren aber nicht, dann ist ja völlig klar, dass da ganz schnell neue Muster erfunden werden und was die dann noch mit der Realität und mit Verbrechensbekämpfung zu tun haben. Ja. Das ist durchaus fraglich. Ein weiteres technisches großes Problem, was völlig ungelöst ist und was auch versucht wird von Seiten der Bundesregierung, aber auch von Seiten der europäischen Behörden komplett zu verschweigen, ist, dass ja dieser Datensatz, der von den Airlines an die Ermittlungsbehörden übermittelt wird, viel, viel mehr Informationen enthält, als die, die tatsächlich ausgewertet werden dürfen. Es dürfen zum Beispiel keine sensiblen Daten ausgewertet werden, wie eben zum Beispiel sowas wie Religionszugehörigkeit oder Rasse. Und deswegen muss man die ja vorher rausfiltern. Nun ist das Problem, dass es in diesem Datensatz ein Freifeld gibt, in denen halt Airline-Mitarbeiter zum Beispiel oder aber auch Sicherheitsbehörden irgendwas reinschreiben können. Also es gibt zum Beispiel, es hat mal jemand so einen PNA-Datensatz dann, also so einen Fluggastdatensatz abgefragt und da stand zum Beispiel drin, dass er mit dem Apfel gereist ist. Nun wäre jetzt die Frage, wie man diese Information da rausfiltert. Da muss halt auch jemand sitzen, sich dieses Freifeld tatsächlich anschauen, weil das kann eben kein Computerprogramm filtern, weil du nicht weißt, was vorher da reingeschrieben wird. Muss bei all diesen Datensätzen jemand sitzen und gucken, sind hier sensible Informationen drin, ja oder nein, verstehe. Und die dann halt rausfiltern. Also auch so ein bisschen wie wenn man zum einen einen Hund auf eine Wurst aufpassen lässt, also sagst jemanden eine Ermittlungsbehörde, ja, schau doch mal, ob da sensible Informationen drin sind, falls ja, müsst ihr die löschen. Ja. Das ist immer so ein bisschen fraglich, ob die das tatsächlich und wie die das machen. Also Kontrollmechanismen sind da Mangelware und das Problem ist natürlich auch, wie gesagt, bei 170 Millionen Leuten, die fliegen, sind das 170 Millionen Datensätzen im Jahr, wo jemand sitzen
muss, sich dieses Freifeld angucken muss, um das zu filtern. Weil wir kennen diese Übermittlung schon auch mit Australien, also diese Fluggastdaten werden zum Beispiel auch von Europa und Australien ausgetauscht und dort wird eben auch gesagt, diese Informationen müssen rausgefiltert werden und die Australier haben da auch versucht mit Computerprogrammen allen hin und her das da rauszufiltern und es funktioniert einfach nicht. Es muss jemand da sitzen, da drüber schauen und das ist einfach auch schlichtweg menschlich nicht zu leisten, weil da müsste man Unmengen von Personal einstellen, die dann den ganzen Tag nur sich dieses Freifeld angucken und diese Informationen mit dem Apfel dann zum Beispiel löschen. Jetzt hast du mir 12 Minuten jetzt was erzählt zum Thema Fluggastdatenspeicherung und ich bin davon überzeugt, dass es zur Verbrechensbekämpfung kein geeignetes Tool ist und ich bin davon überzeugt, dass es technisch in der Umsetzbarkeit auch eigentlich kein geeignetes Mittel ist, um in der Bekämpfung von Terrorismus und Schwerverbrechen quasi voranzukommen. Jetzt frage ich mich natürlich noch als abschließende Frage vielleicht, wieso versteht jemand wie ich das so schnell? Wieso versteht in der Europäischen Kommission niemand was von dieser Idee auch, dass der Heuhaufen nicht größer gemacht werden muss, wenn man die Nadel sucht? Wieso ist diese Erkenntnis noch nicht auch bei Leuten angekommen, die mit Sicherheitsbehörden zu tun haben? Denen müsste das doch auch einleuchten im Prinzip. Eigentlich ja, also das ist sicherlich auch ein Grund dafür, warum die Verhandlungen in Europa so unendlich lange gedauert haben, eben über Jahre hinweg, weil wir eben immer wieder mit unseren Argumenten da auch ganz gut durchgedrungen sind und damit halt auch immer wieder teilweise Abstimmungen gewinnen konnten in Ausschüssen, auch um das zu verhindern. Aber dann gab es eben immer wieder, gerade nach Terroranschlägen, den Druck von Sicherheitsbehörden oder auch von insbesondere von Innenministern. Wir brauchen jetzt neue Maßnahmen im Kampf gegen Terrorismus. Da muss man dann irgendwas präsentieren aus deren Sicht und dann nimmt man halt das, wo man schon mal ein bisschen was gearbeitet hat, wo man schon einen vorliegenden Text hat. Und dann werden halt eben solche sinnlosen Maßnahmen relativ zügig dann auch einfach durch die Parlamente gepeitscht, um dann am Ende irgendwas präsentieren zu können, egal ob es eben sinnvoll ist oder nicht. Man kann sich eben dann als Innenminister hinstellen beim nächsten Terroranschlag und kann halt zumindest sagen, ich habe alles versucht und behält sozusagen seinen Job. Und diese Logik aufzubrechen, das ist sehr, sehr schwer, weil hier eben auch sehr, sehr viele Sicherheitsbehörden oder Leute, die eben in diesem Sicherheitsbereich aktiv sind, sehr, sehr wenigen Datenschützern oder eben Leuten wie uns gegenüberstehen. Ja. Es sind ausgetrampelte Pfade, die da begangen werden, wohingegen ihr quasi mit der Machete durchs Unterholz müsst. Wir sind chronisch unterbesetzt und die kommen zu tausend. Also, digitalegesellschaft.de, das ist die Seite, die richtige Seite, auf der ihr euch mal rumtreiben solltet. Vielleicht könnt ihr die digitale Gesellschaft ja auch finanziell oder auch mit Manpower unterstützen, denn wir haben es gehört, die Lobbyistenfraktion ist immer noch größer als die Fraktion, die für Bürgerrechte im Internet kämpft. Jetzt ist die erste Beratung im Bundestag. Wir beobachten das natürlich weiterhin und hoffen, dass es im Bundestag zumindest noch ein paar Stimmen der Vernunft gibt, die sich nicht verleiten lassen. Das ist zu hoffen. Ansonsten, wie gesagt, ab Mai nächsten Jahres tritt das Ganze dann in Kraft und dann werden sicherlich auch die ersten Klagen da eingehen. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass das so nicht hingenommen werden wird. Sehr schön. Dann bedanke ich mich erstmal für das Gespräch und wir sind dann in wenigen Wochen unter Umständen nochmal mit demselben Thema unterwegs. Was sicher ist, ist, dass man auch am nächsten Mittwoch wieder einiges lernen kann über Bürgerrechte in Zeiten des Internet. Denn auch nächsten Mittwoch sind Sie wieder da, die Jungs von der digitalen Gesellschaft. Alexander Sander, vielen Dank für deinen Besuch. Sehr gerne. Und ihr da draußen, geht ruhig mal vorbei auf digitalegesellschaft.de. Flux FM in digitaler Gesellschaft.